Ja, hallo, herzlich willkommen zur digitalen Bürgersprechstunde. Heute mit Steffi Lemke. Herzlich willkommen. Vielen Dank und guten Tag. Ja, grüße Sie recht herzlich. Steffi Lemke ist die parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion der Grünen, Bündnis 90 der Grünen, um komplett zu bleiben. Sie ist ordentliches Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit. Umweltthemen werden natürlich auch heute unser Thema sein. Wir kommen natürlich auch nicht vorbei an der Wahl in Sachsen-Anhalt. Sie kommen aus Sachsen-Anhalt, gebürtige Sachsen-Anhaltinerin, sagt man? Anhalterin. Anhalterin, Die sagt man? Anhaltiner sind die Angehörigen des Fürstengeschlechtes. Da Okay. zähle ich nicht zu. Ah, Pech gehabt, wie man es nimmt. Auf jeden Fall sind Sie dort geboren, in Dessau, gar nicht so weit weg von Berlin. Fährt man immer vorbei und zu selten rein, finde ich, wenn man die A9 runterfährt. Ich jetzt nicht, weil ich Ja. fahre ja immer rein tendenziell, außer ich habe im Süden Termine. Ja. Aber ich lade Sie gerne ein, vorbeizukommen, auf die Elbe zum Paddeln Ja. oder ins Bauhaus, Bauhausmuseum, ja. Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Ja. Das war jetzt der Werbeblock für das Okay. Nö, Publikum. kann man ja machen. Sie kommen, ist ja eine digitale Bürgersprechstunde und wir hoffen natürlich auch, dass viele aus Dessau jetzt eingeschaltet haben oder noch einschalten werden und dementsprechend auch Fragen stellen. Sie können jederzeit auch weiterhin Fragen stellen über unsere Website www.digitalebürgersprechstunde.de oder natürlich über die allseits hoffentlich bekannten sozialen Medienkanäle. Sie finden uns bei Facebook und bei Twitter dementsprechend. Die Fragen können jederzeit noch live dazukommen. Bevor wir zu den Fragen kommen, die Sie bereits gestellt haben, möchte ich Ihnen noch ein paar junge Kollegen vorstellen, die in Magdeburg sich befinden. Und zwar sind das Jugendliche vom Projekt Jugend macht Zukunft. Dieses Projekt entstammt dem Büro des Kinder- und Jugendrings Sachsen-Anhalt e.V. Und ja, die dürfen das jetzt mal selbst vorstellen, wer sie sind, was sie machen und warum sie heute dabei sind. Ja, guten Tag. Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Wir freuen uns, unsere Fragen auch an Steffi Lemke zu stellen. Wir sind der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt. Wir sind eine auf Landesebene zusammengeschlossene Arbeitsgemeinschaft der landesweit tätigen Jugendverbände, 24 Stück an der Zahl, drei Dachverbänden sowie den Kreis- und Stadtjugendring. Unsere Hauptaufgabe ist die Interessenvertretung junger Menschen hier in Sachsen-Anhalt und in ihrem Sinne sozusagen jugendpolitischen Einfluss zu nehmen auf die Politik hier in Sachsen-Anhalt. Ganz konkret sind wir hier vom Projekt Jugend macht Zukunft. Jugend macht Zukunft ist ein Jugendbeteiligungsprojekt des Kinder- und Jugendrings in Kooperation mit dem Ministerium. Unser Ziel dieses Beteiligungsprojektes ist, die Mitbestimmung junger Menschen in Sachsen-Anhalt auszubauen, zu fördern und vor allen Dingen auch nachhaltig zu sichern. Dafür haben wir ganz verschiedene Mittel, Aktionen und Methoden, wie wir sozusagen junge Menschen unterstützen, ihre Mitbestimmung vor Ort einzufordern. Und da nicht nur Partizipation sozusagen unser Hauptziel, unser Hauptanliegen ist, sondern wir es auch leben. Sehen Sie jetzt hier die jungen ZukunftsgestalterInnen, das sind junge Menschen, die unser Projekt aktiv begleiten, die sozusagen uns auch immer noch mal kritisch auf die Finger schauen und sagen, das ist so und so stellen sich junge Menschen das hier in Sachsen-Anhalt vor. Und in dem Sinne würde ich direkt an eine unserer jungen ZukunftsgestalterInnen abgeben, um die erste Frage zu stellen. Zu dem Hintergrund der jungen Zukunftsgestalterin vielleicht noch ganz kurz. Es sind alles Vertreterinnen aus Jugendverbänden, Vertreter und Vertreterinnen aus Jugendverbänden. Genau, ich würde direkt weitergehen für die erste Frage, wenn es okay ist. Gerne. Ja, wir haben 2014 wurden verschiedene Forderungen von Kindern und Jugendlichen in Sachsen-Anhalt gesammelt und die ja, geclustert und gebündelt. Unter anderem ist da ein großer Komplex zur Mitbestimmung, zur Partizipation entstanden. Und da ist unter anderem die Forderung, dass das Wahlalter auf 16 Jahren gesenkt wird, sowohl auf Bundesebene als auch auf Europa- und Landesebene. Wie stehen Sie dazu? Zur Senkung des Wahlalters. Ja, wir haben uns als Grüne dafür schon lange eingesetzt, stehen weiterhin dazu, fordern inzwischen sogar eine Herabsenkung des Wahlalters auf 14, also des aktiven Wahlalters für die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Und ich glaube, dass wir insgesamt die Diskussion darüber führen müssen,
wie wir auch jenseits der Absenkung des Wahlalters Jugendliche, aber auch tatsächlich Kinder in das politische Geschehen mit einbeziehen können. Ich glaube aber, dass das Wahlalter, diese Diskussion darum, eine extrem wichtige Debatte ist, weil sie, ich sag mal, ein Stück weit eine Stellvertreterdiskussion auch deutlich macht, ein Symbol ist für die Frage, sind 14-jährige, 16-jährige Menschen genauso gut entscheidungsfähig wie 60-jährige oder 50-jährige? Und ich habe diese Frage immer wieder mit einem klaren Ja beantwortet. Mein Sohn ist jetzt 19 und ich habe mit ihm, als er 13, 14, 15 Jahre alt gewesen ist, genauso gute oder genauso schlechte politische Debatten geführt wie mit erwachsenen Menschen. Und von daher ganz klar, 18 ist zu spät. Wir brauchen die Einbeziehung bei den ganz regulären Wahlen deutlich früher. Wie ist also die Stimmungslage in Ihrer Partei und auch insgesamt so im Parlament? In unserer Partei ist die ganz eindeutig. Wir hatten ursprünglich auch die Forderung 16 und haben es dann auf 14 erweitert, auch weil, ich glaube, sich das gesellschaftliche Bild diesbezüglich geändert hat. Ich bin selber 1994 Bundestagsabgeordnete geworden, war damals 26 Jahre alt und bin mit einem männlichen Kollegen, der, ich glaube, 25 Jahre alt war, damals die jüngsten Abgeordneten aller Zeiten gewesen. Inzwischen hatten wir 18-, 19-, 20-jährige Bundestagsabgeordnete und das hat auch in vielen Landtagen Einzug genommen. Und ich habe nicht feststellen können, dass dadurch irgendwo die Qualität der politischen Debatte gesunken ist, sondern im Gegenteil, es sind andere wichtige neue Aspekte. Themen, ganz klar, digitale Gesellschaft, die von Jüngeren ganz anders verstanden und ganz anders gelebt wird als von über 60-Jährigen. Da gibt es ein Generationen-Gap. Aber es ist eine Zukunftsdebatte, die wir unbedingt brauchen. Und das hat die Parlamente gestärkt und nicht geschwächt. Deshalb ist auch bei uns die Debatte über die Frage 16 oder 14 weitergegangen. Möglicherweise kennen Sie auch die Debatte über die Frage Wahlrecht ab 0. Das heißt, letztendlich Kinder, sobald sie physisch in der Lage sind, wählen zu können, auch an Wahlen zu beteiligen. Oder, das ist die Alternative, ein Elternwahlrecht einzuführen. Das lehne ich persönlich ab. Ich habe mir nie angemaßt, dafür meinen Sohn stellvertretend die Richtung vorgeben zu wollen. Das halte ich für einen falschen Weg. Aber ich sage, wir werden auch jenseits einer Altersgrenze über eine stärkere Einbeziehung unbedingt diskutieren müssen. Auch wegen der Alterspyramide in unserer Gesellschaft, wo jüngere Menschen immer weiter im Verhältnis zur älteren Generation weniger werden. Aber ist so ein bisschen ein inflationäres Thema dann, wenn Wahlen, insbesondere Bundestagswahlen, anstehen, ansonsten in den Zeitraum dazwischen, außer natürlich diese doch dankenswerten Initiative, die sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzt, hört man selten was davon. Also den Schuh ziehe ich mir persönlich nicht an. Mhm. Ich habe zusammen mit Renate Künast in unserer Partei mal eine Kinderkommission geleitet, wo es um Kinderrechte ging. Meine Landtagsfraktion hat durchgesetzt, dass Kinderrechte in Sachsen-Anhalt ganz anders im politischen Diskurs stattfinden und gesetzlich verankert werden. Das heißt, es ist ein permanentes Thema. Ich glaube, dass bei uns zumindest, ich würde das aber auch für Kollegen in anderen Parteien durchaus in Anspruch nehmen, auch der Bundestag hat eine fraktionsübergreifende Kinderkommission, die permanent arbeitet. Aber es steht halt selten im Fokus der Öffentlichkeit, insbesondere in Zeiten, wo wir über Dutzende von Kriegsherden, über Flüchtlingspolitik diskutieren oder auch über die Klimakrise. Also ganz viele Themen sich ständig in den Vordergrund drängen und dann solche strukturellen Veränderungen, die auch wirklich einen langen Atem brauchen, letztendlich dahinter zurücktreten. Okay. Ihr habt noch eine zweite Frage erstmal vorbereitet. Ich weiß, ihr habt noch viel mehr, aber dann haben wir noch andere. Ja, genau. Vor allem Jugendarbeit im Verein ist ja nur durch ehrenamtliches Engagement möglich. Und wir stellen uns da vor allem auch die Frage, inwieweit ist es vielleicht auch möglich, dieses ehrenamtliche Engagement irgendwie zu würdigen oder vielleicht sogar, ja, wie soll ich sagen, zu honorieren. Also, und vor allem natürlich auch zu verbessern, damit Leute sich überhaupt ehrenamtlich engagieren können und keine Grenzen durch Schulen, Freistellung oder Ähnliches gegeben sind. Welche Möglichkeiten sehen Sie da? Ich will es am besten auch wieder mit einem ganz aktuellen Beispiel beantworten, wo jetzt ganz viele Menschen sich ehrenamtlich engagieren und Flüchtlingen helfen,
die begleiten, dolmetschen, teilweise sogar Sprachunterricht ehrenamtlich geben und keine Entschädigung, nicht mal für die Fahrtkosten bekommen. Das ist regional unterschiedlich geregelt. Das wäre für mich jetzt ein ganz konkreter Ansatzpunkt, dass man in solchen Situationen unbürokratische Wege schaffen muss, um mindestens Fahrtkosten, na, da gehen irgendwie Dutzende von Euros drauf, um Sprit oder das Ticket für den Zug zu bezahlen, um wenigstens so etwas zu entschädigen. Oder dann halt eine Möglichkeit zu schaffen, den öffentlichen Personennahverkehr oder auch von der DB AG Züge in solchen Situationen kostenlos nutzen zu können. Ich will nicht sagen, dass das einfach ist, aber mein Credo ist, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Das müsste man schaffen können. Und wie wir das auch permanent für ehrenamtliches Engagement stärken können, also eine Anerkennung, sei das in Sportvereinen mit der Übungsleiterpauschale. Es gibt ja durchaus Instrumente. Da ist viel zu lange über den Abbau solcher finanziellen Unterstützung diskutiert worden. Und ich glaube, dass wir, wenn Politik fordert, Zivilgesellschaft zu stärken, sich auch gegen Rechtsextremismus zu engagieren, auch strukturelle Unterstützung dafür geben müssen. Ich glaube, dass sowas wie Anerkennungsfeste, Empfänge bei Ministerpräsidenten, Medaillen etc. auch alles interessante Sachen sind. Und ich habe auch immer wieder festgestellt, dass letztendlich alle Menschen sich darüber freuen, wenn sie diese Anerkennung dann bekommen von der offiziellen Ebene. Aber ich glaube, dass die strukturelle Unterstützung in der Endkonsequenz wichtiger ist. Stichwort noch von meiner Seite kurz nachgehakt. Thema Bürgergeld, ist das etwas, was Engagement ja auch fördern soll, sagt man? Sind Sie da eher Anhänger oder lehnen Sie das ab? Da müssten wir jetzt präzisieren, welche Variante von Bürgergeld. Gibt es ja mittlerweile mehrere, das stimmt. Also wie hoch wird das Bürgergeld ausgezahlt, wie verpflichtend ist dann Engagement etc. Ja, aber also kann man das verallgemeinern? Also wir haben, also diese Dinge werden häufig vermischt, deshalb suche ich jetzt nach dem richtigen Ansatz. Okay. Wir haben für die Frage von Langzeitarbeitslosen ein anderes Modell entwickelt, also über einen sozialen Arbeitsmarkt dort Möglichkeiten zu schaffen, dass sie auch ganz regulär bezahlt Tätigkeiten nachgehen können, die dann nicht erfunden werden müssen, wie früher die berühmte ostdeutsche Arbeitsbeschaffungsmaßnahme mit dem Laubfegen im Wald. Und für das ehrenamtliche Engagement, ich finde, diese Bereiche muss man voneinander trennen und da wurden die Begrifflichkeiten häufig vermischt, glaube ich, ist so eine Variante, wie ich sie vorhin sagte, Übungsleiterpauschale, das Unterstützen bei Fahrtkosten, bei Sachkosten, die ganz konkret anstehen, der Träger von ehrenamtlichem Engagement, das ist das Entscheidende aus meiner Sicht, weil ich nicht glaube, dass ehrenamtliches Engagement, das würde auch den Namen dann konterkarieren, tatsächlich in ein bezahltes Engagement überführt werden soll. Okay, dann sind wir ja dann auch dabei, öffentliche Stellen quasi zu schaffen. Wir kommen noch mal zu ein paar Fragen, die sich auf unserer Website eingefunden haben. Wie gesagt, Sie haben auch jederzeit die Möglichkeit, noch weitere Fragen zu stellen. Wir kommen zu dem Thema Umwelt. Ist natürlich für Sie ein entsprechendes Expertenthema. Im Dezember hat die UN die Klimaziele verabschiedet, Frau Lemke. Was halten Sie denn davon als Naturschutzexpertin? Glauben Sie, dass die Staaten da wirklich alle mitziehen, zum Beispiel auch China? Wir hatten vor kurzem die Bundesumweltministerin Hendricks hier, die natürlich ganz glücklich auch über den Gipfel war. Wie ging es Ihnen denn damit? Ambivalent. Es ist erstmal eine große Hoffnung, dass dort überhaupt Klimaziele verabschiedet worden sind. Und ich sehe schon, dass die Bundesregierung jetzt unter Druck kommt. Also die Diskussion permanent läuft. Was müssen denn für Maßnahmen ergriffen werden, um diese Klimaziele, Begrenzung des Temperaturanstieges global, eingehalten werden müssen? Und in Sachsen-Anhalt ist natürlich dann die Frage des Braunkohleausstiegs sehr relevant. Und da fängt die Ambivalenz an, weil Ministerpräsident Haseloff strikt an der Braunkohle festhält, zwar inzwischen auch sagt, wir werden da irgendwann aussteigen müssen, aber das für mich so eine verschenkte Chance ist, jetzt nicht zu sagen, wir machen einen Fahrplan, wie wir das in Sachsen-Anhalt machen
Und wir fordern für die Umwandlung dieses Industriezweiges auch Unterstützung, nennt man Konversion, ja, also ein Umbauprogramm, damit die Arbeitsplätze dort nicht von heute auf morgen wegfallen. Und dort wird wieder eine Entwicklung verschlafen, statt jetzt zu sagen, okay, wir haben international verbindliche Klimaziele, die müssen wir umsetzen. Und das heißt für Sachsen-Anhalt dieses und jenes in diesen und jenen Zeitschritten tatsächlich den Ausbau, den Ausstieg aus der Braunkohle jetzt einzuleiten und da ein entsprechendes Umbauprogramm aufzusetzen. Das finde ich schwierig. Und wenn ich noch auf China eingehen darf, weil das stört mich in der Diskussion häufig, dass so gefühlt ist Deutschland der Klimamusterknabe oder Mustermädchen. Das sind wir nicht mehr. Wir haben sicherlich an vielen Stellen eine Vorreiterrolle gehabt, auch was das erneuerbare Energiengesetz anbetrifft. Das ist aber inzwischen fast zum Erliegen gebracht durch die Große Koalition. Und es gibt auch in anderen Ländern, auch wenn die von einer anderen Situation aus starten als Deutschland, durchaus ermutigende Schritte. Und China gehört dazu. Dort sind vor 2 Jahren das erste Mal mehr Investitionen in die Erneuerbaren als in die Kohle geflossen. Das ist für ein Land wie China ein wahnsinniger Fortschritt. Und dort ist die Luftverschmutzung auf der anderen Seite so groß in den Megacities, dass dort ganz radikale Maßnahmen ergriffen werden. Also beispielsweise nur noch Autos in die Innenstädte dürfen, in denen 4 Passagiere sitzen oder 4 Insassen sitzen. Und wenn ich jetzt sehe, dass wir auch in deutschen Großstädten punktuell Feinstaubalarm haben, stellen Sie sich diese Forderung hier vor, welchen Aufschrei es geben würde, wenn wir nicht nur über freiwilligen Verzicht reden, sondern sagen, wo ein Platz frei ist, bitte draußen warten. Das ist insbesondere meistens oder maßgeblich ist das in Stuttgart der Fall. Die Baden-Württemberger als Autoland argumentieren da ja immer mit der Kessellage. Ja. Also. Das ist in Stuttgart, soweit ich das bei meinen Besuchen dort nachvollzogen habe, auch tatsächlich ein Problem. Aber wir haben mit einer Stickoxidbelastung in Deutschland ein riesengroßes Problem. Die EU gibt an, dass mehr als 10.000 Menschen vorzeitig sterben in Deutschland pro Jahr wegen der Stickoxidbelastung. Mhm. Das heißt, sie ist eine Umweltverschmutzung über den Autoverkehr real vorhanden, von der ich vermute, dass Sie und ich das jetzt nicht jeden Tag merken, obwohl wir in einer Großstadt sind. Absolut. Weiteres, Sie haben ja eben auch schon unsere eigene Verantwortung in Sachen Klimazielen angesprochen, ist eine Frage, die geht hier um das Thema Gipsabbau im Südharz. Der BUND ist klar dagegen, aber manchmal gewinnt ja doch die Wirtschaft, möchte Clara Müller. Wie stehen Sie dazu, wissen? Also der Gipsabbau im Südharz, wissen Sie dazu? Können Sie dazu was sagen? Ist nach meinem Kenntnisstand auf Thüringen begrenzt, aber wir haben den abgelehnt als Grüne. Ich halte den dort in der vorgesehenen Form nicht für richtig, weil er dort wertvolle Naturgebiete zerstört. Wir bemühen uns von sachsen-anhaltischer Seite, nicht nur Grüne, sondern Politik insgesamt, dort ein Biosphärenreservat auf der anderen Seite sozusagen auszuweisen. Das scheitert an einem lokalen Widerstand. Aber ob das verhinderbar ist oder die Wirtschaft gewinnt, das wird nicht die Politik entscheiden, fürchte ich, sondern letztendlich gerichtlich geklärt werden müssen. Und dann kommt es darauf an, wann sind welche Planungsverfahren, wie weit fortgeschritten, hat der Investor möglicherweise einen Anspruch, jetzt dort tatsächlich auch in den Abbau einzutreten. Wir haben als Grüne schon öfters Niederlagen mit solchen Themen erlitten, wo wir richtigerweise gesagt haben, dieser Abbau soll nicht stattfinden, dieses Kraftwerk in Hamburg soll nicht gebaut werden, es ist nicht nötig, es ist veraltete Technologie. Und dann aber häufig die Planungsverfahren einfach schon zu weit fortgeschritten waren und wir es nicht mehr stoppen konnten oder nur unter riesengroßen finanziellen Verlusten für die Steuerzahler noch stoppbar gewesen wäre, also Entschädigungszahlungen. Und deshalb ist meine Hauptschlussfolgerung, dass wir frühzeitiger öffentlich über solche Vorhaben breit diskutieren müssen. Klammer auf, ich weiß, dass das heutzutage nicht leichter ist als früher. Klammer zu. Wir geben nochmal weiter an das Projekt Jugend macht Zukunft, die auch noch ein paar Fragen haben. Ja,
Ihre Partei hat ja geschlossen in der TTIP, also gegen das Freihandelsabkommen ausgesprochen. Verstehen Sie gerade, wir verstehen Sie gerade ein bisschen schlecht. Irgendwie ist die Leitung, irgendwie der Ton ein bisschen verzerrt. Okay. Aber nur zu beide. Ja, jetzt ist besser. Okay. Ihre Partei hat geschlossen in der Debatte um TTIP gegen das Freihandelsabkommen ausgesprochen. Da das eine internationale ist und die äußerst kompliziert ist, können Sie das einmal für den jüngeren Publikum unterbrechen, was das für ökonomische und ökologische Folgen hat. Das komplette TTIP-Programm quasi in 120 Sekunden. Ich glaube, man kann schon versuchen zu erklären, worum es im Kern geht. Das ganze Abkommen zu erläutern geht alleine aus diesem Grunde nicht, weil wir Parlamentarier zu den Verhandlungsunterlagen bisher keinen Zugang haben. Es ist jetzt von der Regierung großzügig eingeräumt worden, dass man in einem Leseraum Teileinsicht in eine begrenzte Auswahl der Akten nehmen kann. Das werde ich nächste oder übernächste Woche auch selber tatsächlich tun. Aber das ist, wie gesagt, nicht das ganze Abkommen und sehr, sehr relevante Teile fehlen bei diesen Unterlagen. Die Kenntnis habe ich jetzt schon, weshalb wir uns auch noch kein wirklich abschließendes Bild machen können. Das, was öffentlich bekannt ist und wovon ich ausgehe, dass es auch im Wesentlichen den Fakten entspricht, heißt, dass ein Handelsabkommen geschlossen werden soll, in dem für verschiedenste Bereiche öffentlicher Daseinsvorsorge, Handelsbeziehungen, wirtschaftlichen Austausches, Vereinbarungen geschlossen werden zwischen den USA und Europa. Das heißt, es verhandelt auch nicht die Bundesregierung direkt für uns, sondern es ist die Europäische Kommission, die dort die Verhandlungen führt, was die Situation für uns Parlamentarier noch schwieriger macht. Es geht im Kern darum, Hemmnisse im Freihandel abzubauen, beispielsweise Vorschriften, die in den USA und in Europa unterschiedlich sind, bei ganz normalen Konsumgütern, Industriegütern. Der Schalter XY, der hier üblich ist, aber nicht kompatibel ist mit dem Schalter Z auf der anderen Seite des Ozeans. Solche Hemmnisse abzubauen, das finde ich vernünftig, das unterstütze ich. Aber TTIP hat im Kern noch ganz andere Vereinbarungen, die versuchen, das Vorsorgeprinzip, was in Europa existiert, wir machen Gesetze, damit Schäden für die Verbraucher oder für die Umwelt gar nicht erst eintreten. Das Rechtssystem in den USA erlaubt die Dinge in der Regel, bis ein Schaden eingetreten ist und dann müssen sehr hohe Entschädigungen gezahlt werden. Diese beiden Dinge sind verständlicherweise schwierig zusammenzubringen. Das kann aber nicht einseitig zulasten unseres Rechtssystems, unseres Vorsorgegedankens gelöst werden. Das ist im Moment der Fall. Der tritt sehr, sehr weit zurück und das Rechtssystem der USA in den Vordergrund. Das ist der eine Komplex. Und der zweite ist, dass jenseits unserer bisherigen Gerichtsbarkeit, also man kann als Verband oder auch als Einzelperson in bestimmten Fällen klagen gegen eine Investition, wenn man geschädigt ist, wenn man gesellschaftlichen Schaden befürchtet. Und dieses würde in Zukunft ergänzt oder meine Befürchtung ist sogar in weiten Teilen ersetzt werden durch private sogenannte Schiedsgerichte, wo dann Investoren einen Staat verklagen können und das jenseits der normalen Justiz, das heißt durch nicht vereidigte Richter passieren würde, durch sogenannte Schiedsrichter passieren würde, die im privatwirtschaftlichen Bereich arbeiten und damit unser Rechtssystem völlig ausgehebelt würde. Und es gibt bereits Fälle, wo Investoren Staaten verklagt haben und Staaten infolgedessen hohe Entschädigungszahlungen leisten mussten. Und das sind aus meiner Sicht Prozesse, die dazu führen, dass Konzerne, Wirtschaftsunternehmen gegenüber dem Staat mehr Macht bekommen. Und ich glaube, in vielen Bereichen ist das eher schon zu weit ausgeufert. Wir versuchen als globale Staatengemeinschaft verzweifelt, den Regenwald zu retten, illegale Holzimporte zu verhindern, die Palmölindustrie nachhaltig zu gestalten. Das ist erklärter politischer Wille. Aber es funktioniert bisher nicht, weil es immer wieder unterminiert wird durch Wirtschaftsunternehmen, die sich diesem Ziel eben nicht verpflichtet fühlen. Und diese Waage noch weiter kippen zu lassen zugunsten von wirtschaftlicher Aktivität,
häufig zum Schaden von uns allen. Das halte ich für das Kern, des Pudels Kern, des Übels Kern in TTIP. Und deshalb kann ich mir auch fast nicht vorstellen, dass dieses Abkommen noch zu einem guten Ende zu bringen wäre. Vielen Dank. Es war ein bisschen mehr als 120 Sekunden und vielleicht auch so ein bisschen natürlich aus Ihrer Perspektive. Ich finde das aber sehr spannend, die Frage. Vielen Dank nochmal dafür. Das machen wir jetzt jedes Mal mit jedem Abgeordneten aus jeder Fraktion. Dass der dann bin ich gespannt, 180, ob die das in 180 Sekunden, okay, kurz TTIP erklären lassen. Und dann schneiden wir das alles mal gegeneinander und dann werden wir auch die Unterschiede, glaube ich, in den einzelnen Parteien kennenlernen. Ich bin mal gespannt, zum Beispiel, was die FDP dann dazu sagt und wie die das dann darstellt. So, aber war das denn verständlich? Habt ihr jetzt einen Einblick darin, was TTIP oder wo die Problemfelder aus Sicht von Frau Lemke liegen? Definitiv, ja. Gut. Oh, danke. Das freut mich. Ist ein echt schwieriges Thema. Gut. Weitere Frage von euch noch? Eine weitere Frage, die uns momentan sehr, wie soll ich sagen, auf dem Herzen liegt, ist, man merkt, dass die Flüchtlinge immer mehr ankommen, auch in der Form, dass mittlerweile, also dass die Kinder und Jugendlichen in der Schule integriert werden. Wir stellen uns aber auch die Frage, was für Ideen haben Sie noch, um vor allem Kinder und Jugendliche, Geflüchtete überhaupt zu integrieren, also mal abseits von Schule und Kindergarten. Welche Möglichkeiten gäbe es da Ihrer Meinung nach? Darf ich mit Schule und Kindergarten kurz anfangen, weil ich glaube, dass das, oder ich sage mal, es ist das Wichtigste, dass die Sprachbarriere abgebaut wird. Und jenseits von Sprachkursen in den Flüchtlingsunterkünften, wo, wie gesagt, teilweise Ehrenamtliche hingehen, die teilweise auch völlig überlastet sind, dort, wo sehr viele Flüchtlinge in sehr kurzer Zeit angekommen sind, hat Sachsen-Anhalt, glaube ich, nach wie vor nicht das Hauptproblem, aber dort sind teilweise gar nicht genug Lehrer, die deutsche Sprache vermitteln können, vorhanden. Da sitzen dann auch 6-7-Jährige mit 50-, 60-Jährigen quasi im gleichen Sprachkurs oder Flüchtlinge, die ein bisschen Deutsch gelernt haben, vermitteln weiter ein bisschen Deutsch an die Nächsten. Ich glaube, dass es für die Kinder das Entscheidende ist, dass sie guten Sprachunterricht bekommen, am liebsten angedockt an eine schulische Institution oder an den Kindergarten, da wo das möglich ist. Und auf der einen Seite dort für genug Lehrer und Erzieher zu sorgen und auf der anderen Seite das ehrenamtliche Engagement oder auch das staatliche Engagement durch Lehrer in den Flüchtlingsunterkünften zu unterstützen, halte ich für den absoluten Kern der jetzt kurzfristig anstehenden Integrationsaufgaben. Da möglichst viel Menschen ja zu ermutigen, auch zu ertüchtigen, diese Arbeit zu übernehmen. Ich finde, es funktioniert bei der Schwierigkeit der Aufgabe nach wie vor oder bei der Größe der Aufgabe nach wie vor im Wesentlichen sehr gut. Ich glaube nur, dass wir da auch in Sachsen-Anhalt noch mehr können. Und von daher wäre ich froh, wenn nach dem Landtagswahlkampf die Diskussion von Obergrenzen in Sachsen-Anhalt, die, glaube ich, die meisten Menschen für absurd halten, weil sie wissen, dass Sachsen-Anhalt sich nicht einkesseln kann, aufhört zugunsten der Frage, was machen wir jetzt eigentlich praktisch? Und wie schaffen wir es auch, dass unsere Gesellschaft von den Flüchtlingen profitiert? Also auch die Frage, wie können wir diese Infrastruktur gemeinsam nutzen? Wir haben als Grüne seit vielen Jahren beklagt, dass im kulturellen Bereich, im Bildungsbereich, Hochschulbereich, ich kann das aber auch aufs Ehrenamt, insbesondere wieder in den Sportvereinen ausweiten, viel zu viel Abbau von öffentlicher Infrastruktur stattgefunden hat. Die Sparorgien gerade in der Hochschullandschaft, Schullandschaft Sachsen-Anhalt Schaden angerichtet haben. Und wenn wir diesen Hebel jetzt umlegen und sagen, wir brauchen mehr Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, weil gerade viele neue Menschen zu uns kommen, mehr Bildung nachgefragt wird, dann finde ich, sollten wir gemeinsam darüber diskutieren, wie wir da alle von profitieren können. Und das auch dauerhaft dazu führt, dass unsere öffentliche Infrastruktur wieder besser ausgestattet wird. Ein Stichwort, das Sie gerade genannt haben, ist natürlich die Wahl, die jetzt in Sachsen-Anhalt ansteht. Auch dazu haben wir einige Fragen bekommen. Unter anderem, wie kann man die Grünen in Sachsen-Anhalt attraktiver machen? Laut Umfrage stehen sie so bei 5%, also auf der Kippe. Vor 4 Jahren, 2011, hatten sie 7% erreicht. Ist Ihr Heimat, Ihr Bundesland? Warum haben es die Grünen im Osten insbesondere, also ich meine, das war ja schon ein Riesenerfolg, dass die Grünen überhaupt sich in Sachsen-Anhalt dann auch im Parlament gehalten haben, beziehungsweise dort eingezogen sind. Warum haben es die Grünen im Osten so schwer?
Wir haben es auch im Westen teilweise schwer gehabt. Wir sind auch in Schleswig-Holstein noch gar nicht wieder so lange im Landtag. Es ist immer schwierig für uns, wenn, ich sag mal, ein großer öffentlicher Gegenwind uns entgegenschlägt. Das war eine Zeit lang so, als wir für den Atomausstieg gekämpft haben, als wir uns für Ökologie eingesetzt haben, als das manche noch für grüne Spinnerei gehalten haben, als erneuerbare Energien tatsächlich kleine Windräder gewesen sind und das immer verspottet und verlacht wurde. Ich sage, hätte man manche Entwicklung früher von uns aufgegriffen und breiter unterstützt, dann hätte unsere Gesellschaft in vielen Bereichen schon weiter sein können. Aber das ist jetzt sicherlich vergossene Milch im Moment. Wir haben im Moment eine schwierige Debatte, wo sich die CDU massiv zerstreitet, wo die Kanzlerin primär aus der eigenen Partei heraus angegriffen wird, Frau Merkel, für ihre Politik. Und das bei einem Thema, wo wir immer sehr, sehr stark auf der Seite der Schwestern gestanden haben, wo wir immer Partei ergriffen haben für diejenigen, die verfolgt werden, die von Krieg bedroht sind, die vor Krieg hierher flüchten. Und das auch gegen den Widerstand gemacht haben, gegen Vorurteile gemacht haben, gegen Ressentiments gemacht haben. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass die öffentliche Debatte ein Stück weit aus dem Ruder gelaufen ist. Ja, wenn Herr Haseloff in einer Bürgersprechstunde eine Bürgerin dran hat, sie sagt, sie kann keine Nacht mehr schlafen, weil überall Flüchtlinge sind. Das zeichnet eine verzerrte Realität von Sachsen-Anhalt. Und dem muss man deutlich entgegentreten, dem muss man widersprechen. Und dem nicht noch Rückenwind geben, dann entgleitet uns die Debatte. Wir haben eine starke Wirtschaft, wir haben eine starke Zivilgesellschaft. Wir können mit einer Anstrengung, ich sage nicht, dass das leicht wird oder uns nichts kostet, können wir es schaffen, hier Menschen aufzunehmen und ihnen Hilfe zu geben, die es verdammt nötig haben. Und das auch noch damit verbinden, dass es in einem Land, das jahrelang unter Abwanderung gelitten hat, wie Sachsen-Anhalt, davon profitiert. Wenn ich noch einen Satz sagen darf, ich finde, es hat die Sache wirklich so richtig plastisch gemacht, dass die CDU in Sachsen-Anhalt sich massiv abfeiert für eine positive Wanderungsbilanz. Es sind erstmals mehr Menschen nach Sachsen-Anhalt gekommen als weggegangen. Und wenn man da in die Details hineinguckt, sieht man, schön aufgeschlüsselt, die größte Zuwanderungsgruppe netto waren Polen, gefolgt von Syrern und Rumänen. Mhm. Wenn die CDU und Herr Haseloff es schaffen würden, sich dafür abzufeiern, dass wir diese Menschen aufnehmen, ihnen helfen, ihnen hier Entwicklungschancen bieten, dann wäre das eine ehrliche Debatte. Dafür kriegt man dann aber Gegenwind. Und wir sind im Moment deshalb bei 5% in den Umfragen. Und es wäre für mich ganz persönlich extrem bitter, wenn das am 13. März unterhalb von 5 rauskommt, weil ich schon mal erlebt habe, wie eine rechte Partei, die DVU, damals mit 13% in den Landtag gesegelt ist, während wir aus dem Landtag rausgewählt worden sind. Mhm. Und ob das für Sachsen-Anhalt irgendwas Positives gebracht hat, wage, glaube ich, nicht nur ich zu bezweifeln. Auf der anderen Seite nochmal zurück zu der Frage, Sie haben es ja auch eben gerade selbst angesprochen, wie positioniert man sich denn als grüne Partei, wenn die Bundeskanzlerin quasi in Anführungszeichen grünen Politik macht, davon aus in der eigenen Partei auch gerüffelt wird. Ich möchte dazu noch eine Frage auch vorlesen, die uns erreicht hat. Ihr Parteikollege Kretschmann in Baden-Württemberg hat gerade einen Höhenflug in den Umfragen. Er wird nicht müde zu betonen, dass er die Flüchtlingspolitik von Merkel unterstützt. Gleichzeitig verhindert er im Bundesrat, dass die Merkel-Politik erfolgreich ist, indem die Grünen verhindern, dass die Länder Nordafrikas sichere Herkunftsländer werden. Es ist ambivalent, dazu werden Sie bestimmt noch was sagen. Deswegen frage ich mich, was wollen die Grünen? Dass Merkel mit ihrer Politik am Ende doch scheitert? Ich finde es zum Kotzen, wenn man aus parteitaktischen Gründen es nicht schafft, an einem Strang zu ziehen. Und was sagen Sie zu Ihrem Kollegen OB Palmer in Freiburg, der inhaltlich ja schon fast bei der AfD ist? Also mehrere komplexe, lange Frage. 120 Sekunden vermute ich. Nein, 180. Okay, super, großzügig. Also, Herr Palmer mit der Peitsche in Freiburg, was macht der so? Ich fange mal mit den wichtigen Sachen an. Gut. Es ist richtig, dass wir Frau Merkel unterstützen. Ich weiß gar nicht, ob sie grüne Politik macht oder ob sie primär vernünftige und humane Politik macht. Und das C, das christlich im Namen der CDU im Gegensatz zu vielen anderen in ihrer Partei auch tatsächlich ernst nimmt. Es ist ein Gebot der Nächstenliebe, Menschen zu helfen, die verfolgt sind, die vom Tode bedroht sind. Und das nimmt sie offensichtlich ernst und versucht auf der anderen Seite,
Ihre Partei mit bei der Stange zu halten, die mit Akteuren wie Herrn Seehofer klarkommen muss, der inzwischen wirklich völlig absurde Forderungen aufstellt, jeden Tag quasi eine neue Sau durchs Dorf treibt und damit im Übrigen der AfD tatsächlich in die Hände spielt. Und dazwischen jongliert sie. Und ehrlich gesagt halte ich diesen Vorschlag mit den sicheren Herkunftsstaaten, wir reden da über Algerien, Marokko und Tunesien, ich halte ihn wirklich für ein Ablenkungsmanöver, um CDU-Parteikollegen zu beruhigen. Das wird an den realen Problemen in den Kommunen nichts ändern, weil die Menschen, die dort herkommen, auch so kommen werden und im Zweifelsfall ihren Pass wegschmeißen. Ja? Was sie ja schon tun, ja. Das tun sie jetzt schon. Und ich halte es für falsch, ein Land wie Marokko, das kennen ja viele von uns als Urlaubsland. Ich war selber noch nie da, aber viele kennen die Reisekataloge und halten das für ein tolles, normales Land. Dort wird gefoltert im Gefängnis. Hm. Und ich finde, für ein solches Land, das individuelle Grundrecht auf Asyl abzuschaffen, auszusetzen, finde ich politisch einfach nicht geboten. Wir können diese Probleme intelligenter lösen als über eine solche Pauschalregelung. Und deshalb wenden wir uns als Grüne eher gegen diese Regelung. Winfried Kretschmann muss das für Baden-Württemberg klären, wie er dort als Regierungschef agiert. Aber für den Zeitplan sind wir nicht zuständig. Den macht die CDU und sie hat es versäumt, dieses Gesetz vorzulegen. Das ist wohlfeil, uns das jetzt vorzuhalten. Und stimmt nicht, um das mal die Frage zu konkretisieren, dass die Grünen im Bundesrat verhindert haben, dass Nordafrika, die Staaten, die in Nordafrika dort als sichere Herkunftsländer jetzt bezeichnet werden sollen. Das stimmt nicht, weil der Gesetzentwurf seitens der Koalition nicht vorgelegt worden ist. Das ist der Grund, warum die Entscheidung nicht getroffen worden ist. Wie würden Sie sich entscheiden? Ich persönlich würde diese Länder nicht zu sicheren Herkunftsstaaten erklären. Ich weiß nicht, ob Winfried Kretschmann für sich entscheidet, dass er positive Dinge rausverhandelt und es deshalb für legitim hält, diese Entscheidung mitzutreffen. Aber ich glaube, dass man manchmal an solchen Grundsätzen auch festhalten muss, selbst wenn man bei Preisgabe der Grundsätze etwas dafür bekommen kann. Dann vielleicht noch kurz das ist die Abwägung. Gut, verstanden. Kurz nochmal zu Herrn Palmer. Er hat etwas inhaltlich äußerst Problematisches aus meiner Sicht gesagt. Ich will über die Motive bei ihm da nicht spekulieren. Er ist inhaltlich dezidiert zurückgewiesen worden. Wir stehen als Grüne diesen Aussagen diametral gegenüber. Und es ist richtig, dass er teilweise AfD-Sprech bedient hat. Ich bedauere das sehr und ich hoffe, dass sich das nicht wiederholt. Okay. Gut, dazu auch nochmal eine klare Abgrenzung. Vielleicht, wir haben noch mal so knapp 7 Minuten. Nochmal zurück an die Kollegin in Magdeburg. Ja, Sie haben gerade schon die AfD angesprochen. Es gab in den letzten Wochen eine große Debatte auf Politikseite, inwieweit man sozusagen zu Gesprächsrunden, zu politischen Gesprächsrunden die AfD mit einlädt. Wie stehen Sie dazu? Ich finde es richtig, wie es der MDR in Sachsen-Anhalt gemacht hat, der die AfD nicht mit eingeladen hat. Ich persönlich bin der Meinung, dass man den Ressentiments, den rassistischen Parolen, die von Teilen der AfD verbreitet werden, und der Spitzenkandidat Poggenburg in Sachsen-Anhalt orientiert sich eher am schlimmsten Rand der AfD, an Herrn Höcke aus Thüringen, der sogar rassentheoretische Theorien verbreitet. Ich finde es richtig, dort keinen zusätzlichen öffentlichen Raum einzuräumen, weil wir immer wieder das Muster verfolgen, dass dann in solchen Fernsehsendungen, das heißt, wenn die Öffentlichkeit wirklich genau hinschaut, breit hinschaut und zuhört, dann gesagt wird, so war das alles nicht gemeint, das ist ein Missverständnis gewesen, wir sehen das ganz anders, also sich dann davon distanziert wird und sie versuchen dann immer wieder davon zu klitschen und man überhaupt nicht über die tatsächlichen Probleme dort mit ihnen ins Gespräch kommt und deshalb ein vernünftiger politischer Meinungsstreit, wie ich den mit der CDU, mit der Linkspartei, mit der FDP durchaus heftig und kontrovers oder auch mit der SPD führen kann, aber man eine gemeinsame Grundlage als Demokraten hat, die da heißt, wir tragen das nicht auf dem Buckel von Minderheiten aus, wir tragen das nicht auf dem Buckel von Flüchtlingen aus. Rassismus, Fremdenfeindlichkeit sind Sachen, wo Demokraten gemeinsam entgegentreten. Das in einer solchen Fernsehsendung hinzubekommen, ist bei dem Ausweichen, bei dem Ausflutschen, dass die AfD,
AfD dann immer wieder versucht, extrem schwierig. Wenn sich Veranstalter politischer Diskussionen dazu entscheiden, die AfD trotzdem einzuladen und die Kandidaten nicht mehrheitlich sagen, wir machen das nicht, weil es sich hier um jemanden handelt, der ganz offensiv Rassismus verbreitet, dann finde ich, muss man sich inhaltlich mit ihnen auseinandersetzen und sie immer wieder an ihren Kernpunkten, ihren politischen Zielen der Abschaffung des gegenwärtigen parlamentarischen Systems, unseres gegenwärtigen Rechtssystems. Wenn man in das Programm hineinguckt, dann findet man die entsprechenden Stränge, wo es darum geht, dass so wie wir Demokratie und Gerichtsbarkeit gegenwärtig kennen, das von ihnen in Frage gestellt wird und bekämpft wird. Das sind die Hauptpunkte, an denen man sie dann angreifen. Und ich mag dieses Wort, man muss sie stellen nicht, sondern ihre Argumentation widerlegen muss. Das ist der Hauptpunkt und die Arbeit muss man dann machen. Aber nicht in einer offiziellen Elefantenrunde, auch auf Länderebene bezogen. Ich bin also würden froh, Sie auch bei Manu Dreyer, die das ja in Rheinland-Pfalz ähnlich gemacht hat oder gesagt hat und dann jetzt ihren Innenminister hinschickt? Ich bin dem MDR dankbar, dass er es so nicht macht, sondern dass der MDR von Anfang an entschieden hat, sie nicht mit einzuladen. Ich hoffe, diese Entscheidung steht und bleibt bestehen. Wenn der Sender sich entscheidet, sie einzuladen, muss man darauf vernünftig reagieren. Wir haben es in Sachsen-Anhalt an einer Stelle, wo die AfD dabei gewesen ist, so gemacht, dass wir unseren Sprecher gegen Rechtsextremismus dorthin geschickt haben und auch darüber ein klares Signal gesetzt haben. Das muss man dann im Einzelfall entscheiden. Aber ich bin hier erstmal dankbar, dass zumindest nach meinem Kenntnisstand der MDR an seiner Entscheidung festhält. Aber der weit verbreitete Irrglaub oder der weit verbreitete Glaube, ich will es mal so relativ neutral formulieren, der Lügenpresse, der manipulierten Presse, die einen bestimmten Bevölkerungsanteil aus dem Diskurs ausschließt und die Meinungen, Extremmeinung wegen mir auch ausschließt, der wird doch dann eher noch befüttert. Ich glaube nicht, dass sie den dadurch befüttern, weil dieses Ressentiment gegenüber der Presse ist ja vorher bereits vorhanden. Und ja, man wird ja man bestärkt, also wenn man sagt, wenn man es dann heißt, ich weiche der Diskussion ja nicht aus, aber ich will nicht zulassen, dass die AfD diese öffentlichen Räume instrumentalisiert für ihre Propaganda, also eine Partei, die Vertreter hat, die Worte wie Lügenpresse benutzen oder die unterstellen, dass keine faire Behandlung stattfindet. Eine Partei, die das gegenwärtige politische System abschaffen will, die von Systempresse spricht, die sich Begriffen wie Volksverräter nicht entgegenstellt, also die das gesamte System bekämpft. Ich glaube, dort muss es auch möglich sein, eine Grenze herbeizuführen. Der SWR in Rheinland-Pfalz hat ja auch die NPD nicht eingeladen. Die kandidiert sowohl in Sachsen-Anhalt wie in Rheinland-Pfalz ebenfalls zur Landtagswahl. Aber hat nicht so hohe Umfragewerte. Da hat nicht so hohe Umfragewerte, aber wenn Sie es daran festmachen, dass wir an Umfragewerten einladen, sind Sie in einer sehr schwierigen Debatte. Yes. Dann dürfte die FDP im politischen Diskurs im Moment kaum noch vorkommen, weil die unter 5% ist. Und dann dürften Sie verschiedene Splitterparteien niemals zu irgendwelchen politischen Diskussionen einladen. Ich finde, man muss es an bestimmten Stellen machen und an bestimmten Stellen, und Herr Poggenburg gehört für mich dazu als Spitzenkandidat, muss man auch Grenzen ziehen. Und wenn ein Sender diese Entscheidung so trifft, dann will ich ihn darin unterstützen. Wenn er sie anders getroffen hätte, hätten wir auch damit umgehen können. Diesen Ausgrenzungsvorwurf, den kriegen Sie nicht weg. Den kriegen Sie definitiv nicht dadurch weg, dass Sie ihn in eine Wahlsendung einladen, sondern nur, indem Sie sich mit den Argumenten der AfD oder auch der anderen rechten Parteien permanent auseinandersetzen und nicht erst, wenn Sie bei 15% in den Umfragen sind. Gucken wir noch ein bisschen in die Glaskugel zum Abschluss. Ich weiß, dass es ganz schwer ist, so ein bisschen eine Prognose zu bringen, was passiert jetzt in der nächsten Zeit. Ich weiß, viele Leute auch aus meinem Bekanntenkreis, wird Ihnen nicht anders gehen, sind zurzeit extrem verunsichert von all dem, was dort gerade passiert, die Problematiken, mit denen unsere Land beschäftigt sind. Sie als Bundestagsabgeordnete kennen das. Es sind so viele Themen, die gerade geschultert werden müssen. Ich habe das Gefühl, das ist sehr, sehr viel. Was passiert so in den nächsten Jahren? Bundestagswahl, so ein bisschen als Blick, Flüchtlingskrise, AfD. Wie glauben Sie, wie wird sich diese Bundesrepublik weiterentwickeln?
Wie viele Sekunden machen wir jetzt? Und ich würde sagen 60. Nein, ich weiß, das ist jetzt so einfach nur mal so. Wir haben es ja in der Hand ein Stück weit. Genau. Das steht nicht geschrieben, wie es kommen wird. Es hängt davon ab, ob wir nicht daran nachlassen, uns für Flüchtlinge einzusetzen, für unsere demokratischen Grundsätze einzustehen, gegen Nazis, gegen rechte Parteien einzutreten und da nicht zu wackeln und zu weichen. Möglicherweise sind die Ereignisse in Clausnitz und Bautzen ein Wendepunkt in der Politik der sächsischen CDU. Es wurde zumindest, ich komme gerade aus der Bundestagsdebatte dazu, von den sächsischen CDU-Vertretern dort angedeutet. Das sind Hoffnungen, die ich gerne aufgreifen möchte, auch wenn die schon öfter enttäuscht worden sind. Aber das wird die schwerste Aufgabe bleiben, da permanent, kontinuierlich und zwar über Jahre dran zu bleiben. Wir reden da nicht über einen kurzen Zeitraum. Aber nur dann werden wir wenigstens das, was wir als Staatlichkeit verteidigen können. Ansonsten, wenn sich sächsische Verhältnisse über Sachsen hinaus ausbreiten, Polizeistrukturen ebenfalls rechter Politik anhängen, dann kommen wir in ganz schwieriges Fahrwasser. Ich glaube, dass wir, was die Flüchtlingspolitik anbetrifft, viel, viel stärker auf die Fluchtursachen gehen müssen, auf die gesamten Kriege, die in Nahost und die in Nordafrika und Westafrika miteinander verkoppelt sind und letztendlich die Flüchtlingsströme erzeugen, auf die stärker einzugehen, dort in den diplomatischen Bemühungen auch über Jahre hinweg nicht nachzulassen, dafür zu sorgen, dass es weniger Waffenexporte werden in diese Region. Ich weiß nicht, wie man Sigmar Gabriel, die SPD und die Große Koalition davon überzeugen kann im Moment. Darauf habe ich keine Antwort, weil sie angestiegen sind, die Waffenexporte. Wir müssen sie aber reduzieren, ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Und wir müssen Aufklärungsarbeit darüber leisten, warum diese vielen Menschen hierher kommen. Wenn wir zulassen, dass sie als Wirtschaftsflüchtlinge identifiziert werden oder von der CSU entsprechend beschimpft werden, dass sie nur hierher kommen würden, weil sie ein besseres Leben wollen, wo ich sage, viele Menschen wandern irgendwo hin, weil sie ein besseres Leben wollen, aber dass wir im Moment bei den vielen Menschen, die hierher kommen, wirklich über welche, die von Krieg, Tod und Folter bedroht sind, reden. Wenn wir da nachlassen, dann können wir dieses Problem nicht bewältigen. Und wie die Bundestagswahl ausgeht, wer das heute prognostizieren will, kann eigentlich nur falsch liegen. Ja. Ich freue mich, wenn wir in Sachsen-Anhalt es schaffen, dass die AfD keine 17% bekommt, so wie es prognostiziert worden ist in der letzten Umfrage. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich würde mich zweitens wahnsinnig freuen. Ich habe meiner Bundestagsfraktion eine Flasche Champagner versprochen, wenn das klappt, oder Sekt, Rotkäppchen, wenn wir dort wieder reinkommen. Und ob dann ein Politikwechsel dort möglich sein wird, das entscheiden definitiv durch ganz feine Ausschläge am 13. März die Wähler. Okay, dann bin ich mal auf den Rotkäppchen Champagner in Sachsen-Anhalt gespannt. Ich danke nochmal ganz herzlich Jugend macht Zukunft aus Magdeburg. Schön, dass ihr dabei wart. Toll für eure tollen Fragen, für euer Engagement und weiterhin viel Erfolg mit eurem Projekt. Ich danke natürlich auch Steffi Lemke für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Immer wieder gerne. Ansonsten freuen wir uns, dass Sie auch zugeschaut haben und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich schließe mich dem Dank ausdrücklich an und sage noch einen schönen guten Nachmittag oder guten Abend. Guten Nachmittag.